So, Freunde, wir haben 15 Uhr und mein Name ist Sabrina Stern und ich heiße euch recht herzlich willkommen zu unserem ersten Kaffeeklotsch. Ja, und was braucht man natürlich für einen anständigen Kaffeeklotsch? Genau, erstmal ein schönes Tässchen Kaffee, ordentlich heiß und lecker. Dann natürlich ein schönes Stück Sahnetorte. Die passenden Klotschen natürlich dabei, diesmal Klapperlatschen, weil da passt meine Schiene am besten rein. Und was wir natürlich nicht vergessen dürfen, ist einen äußerst interessanten, lustigen und spannenden Gesprächspartner. Und heute bei mir am Kaffeetisch sitzt der wunderbare, der großartige, der einzigartige Cisco Stuart. Schön, dass du da bist. Sag mal Hallo den Zuschauern. Hallo zusammen, das ist schön, dass ich bei dir oder bei euch sein darf. Aus der Ferne, heute ist natürlich mit der Technik alles möglich. Was für einen Kuchen, da habe ich gesehen. Ja, der ist hervorragend. Wir haben hier bei uns in Amstetten so einen Bäcker. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie er heißt. Ich nenne ihn immer Tortenheini. Ich hab keine Ahnung, wie der heißt. Da holen wir uns immer die Torten weg. Aber es ist, diesmal habe ich Eierlikör, weil Schwarzwälder Kirsch kriegt man da so gut wie nie. Also wenn man das dann mal kriegt, das ist wie ein Sechser im Lotto. Also das hat er irgendwie nicht so drauf. Weiß ich auch nicht. Ich würde mir zu bekommen, dieses Frankfurter Kranz ist auch sehr schwer zu kriegen. Einen richtig guten Frankfurter Kranz. Oh, guck mal, ich sehe gerade, es sind schon ganz viele Leute online hier. Steffi Maus ist da, Frank Mantel da und schreibt schönen Sonntagnachmittag. Cisco, ich würde sagen, wir nehmen jetzt erstmal ein Schlückchen. Genau. Bevor er kalt wird und sagt dann, wie sagt man bei euch, Stößchen oder wie heißt es? Wie ganz genau, ja. Stößchen, okay. Sehr wunderschön. Was, meine Tasse? Ja. Ja, das ist mein Lieblingsgeschirr. Passend zu dir. Ja, genau. So, ich werde jetzt mal hier von meinem Kuchen erstmal, hast du gar keinen Kuchen, sag mal? Wir machen hier... Nee. Ja, unser Bäcker, der hat heute kriegt er kein Geld von uns. Wir haben nur so viel Gebäck hier und haben gesagt, ich esse mal Plätzchen. Und ich habe schon gedacht, du sagst mir jetzt allen Ernstes, du wärst auf Diät oder sowas. Ich könnte eben auch, und das steht in der Tat. Aber ich habe ein paar Kilos zu viel. Weißt du was, das ist ja so das Negative an dieser Corona-Geschichte, dass wenn man viel zu Hause ist während des Lockdowns, dass man echt nur am Essen ist. Kennst du das Problem? Am Essen und am Alkohol trinken. Ja, Alkohol auch. Ja, zum Essen macht mir gerade Angst mit Alkohol, aber am Essen. Ich sitze gerade viel bei uns im Studio und da hast du kaum Bewegung. Eins, was du bewegst, hat die Finger. Das ist klar, ansonsten nichts. Cisco, du kommst aus Karst. Das ist, glaube ich, bei Düsseldorf. Ist das richtig? Ja, nicht so, mit vollem Mund reden, ja. Das war Düsseldorf, nicht zwischen Mönchengladbach, Düsseldorf und Neuss. Dann bist du ja ein echter rheinische Junge, ne? Aus dem Rheinländer, wie man so sagt, ne? Ja, ich bin Köln-Motor. Also Rheinländer. Hier ist ja der Niederrhein im Prinzip. Karst gehört zum Niederrhein. Und fantastische Gegend. Wie bei dir auch, und auch, das ist auch eine schöne Gegend. Amstetten, kennst du Amstetten? Ja, genau. Eine schöne Ecke. Ja. Aber der Niederrhein ist auch richtig toll, viel Landschaft, schön flach, kannst du gut Fahrrad fahren. Das ist so kurz vor Holland. Aber ich bin in Köln groß geworden, das ist meine eigene Heimat. Ich bin auch eine geborene Rheinländerin, wusstest du das? Nein, du bist im Rheinland geboren. Ja, ich bin in Hilden geboren. Ach, liebe Güte, nein. Ja, doch, ich bin tatsächlich eine geborene Hildenerin. Ja, ja. Und, aber ich war vor 10 Jahren das allererste Mal in meinem Leben auf dem richtigen Karneval, und zwar in Köln. Und das ist der richtige Karneval. Auf dem richtigen, aber wie gesagt, das allererste Mal in meinem Leben. Und also das ist ja verkehrte Welt, was da abgeht, ne? Also da laufen ja wirklich ältere Leute, wir haben ältere Leute gesehen, die hatten rote Nasen,
auf und sogar die Dackel, die sie an der Leine hatten, hatten eine kleine Hüte auf und sowas. Also das ist total crazy da. Ja, du musst schon da geboren oder das im Blut haben, dieses Karnevalsgehen. Ich bin zum Karneval wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Mich hat mal reingeschmissen. Ich habe Gefallen bekommen. Das ist schön, das ist lustig. Wobei, nach außen hin ist es lustig. Im Hintergrund ist es eine total ernste Sache. Wie ist denn das jetzt eigentlich ohne Karneval so für dich? Du bist doch wahrscheinlich irgendwie jedes Jahr Karneval ordentlich unterwegs in Sachen Musik, oder nicht? Es ist ruhig, es ist sehr ungewohnt. Da waren die Anfragen, waren da, Termine, die sind alle erstmal verschoben worden oder reduziert worden von der Zuschauerzahl und nachher hat man gesagt, nee, ist alles abgesagt. Wir haben damit zu leben, gerade im Karneval. Man hat ja am Abend so 8 bis 9 Auftritte. Was, am Abend? Von einem Saal zum anderen hetzt man und hat natürlich auch den Vorteil, man hat diesmal ein bisschen Ruhe. Man kommt mal, man kann es für sich selbst finden. Das ist aber heftig, 8 Auftritte an einem Abend, du, da wäre ich ja völlig K.O. Ja, du spielst ja immer im Prinzip eine halbe Stunde runter zum Licht. Da brauchst du aber auch nicht mehr selber auf, dann hast du ein Team, was für dich aufbaut, für die Band und dann du marschierst nur durch den Saal ein und dann spielst du. Also es ist natürlich so, als ich mit der alten Band hier mit der Band Honorar oder einem halben Abend unterwegs war, du warst am Ende der Session, du wusstest gar nicht mehr, wo warst du. Du konntest deine eigenen Lieder gar nicht mehr hören. Du hast die Sauerei, wir hatten den Titel, das endet immer mit Sauerei gehabt und die konntest du an der Session nachher gar nicht mehr hören. Wie? Es gibt einen Song, der heißt Alles endet mit Sauerei? Endet immer mit Sauerei, ja. Ja. Geil. Ja. Ja, das ist eine schöne Nummer. Der war auch für uns der Renner, aber irgendwann, wenn du dann nach Hause kommst, sagst du, nee, du hast den 7, 8 Mal gespielt. Nein, nicht schon wieder. Aber für uns im Geschäft. Bist du dann auch, wenn du nicht in Sachen Musik im Karneval unterwegs bist, bist du dann auch so ein Typ, der sich gerne verkleidet und so durch die Massen und Halligalli macht und so? Ich bin eigentlich ein ruhiger Typ. Also privat lebe ich doch eher zurück. Sehr zurückgezogen ist auch verkehrt. Ich bin nicht auf Feen, auf Partys. Wenn, dann lass man auch schon mal schaffen, aber ich verkleide mich zu Hause manchmal. Zu Hause, Cisco? So ist auch meine imaginäre Schwester Mareike von Achteren geboren worden, im Prinzip. Also das ist jetzt ja mal richtig interessant. Ja, erzähl mal kurz. Ja, Mareike von Achteren ist so geboren worden. Es gibt in Düsseldorf, gibt es diesen närrischen Ovo. Ist im Prinzip eine Hitparade. Okay. Jede Mundart-Band für Mission gibt einen Titel ein und die Leute können voten. Und irgendwann habe ich geguckt, boah, dieses Voten, hier bitte votet doch für meine neue Nummer und hier bitte. Das ist ja langweilig. Und dann irgendwann ging ich so durch die Wohnung, da sah ich dann nur ein Haarteil und habe gesagt, oh, das ist cool. Habe einen Strohhut genommen, ein T-Shirt angezogen. Eine Porträtaufnahme von mir gemacht und habe ich dann ein bisschen geschminkt als Frau. Ach, habe ich mir doch gedacht. Ja, und die hat dann, die habe ich dann gesprochen. Hallo, mein Name ist Mareike von Achteren und ich bin die Schwester von Sänger von Ben und Bart. Und du kennst jetzt Punkte für das Lied, und dann bin ich gerade dafür interessant. Das war der absolute Burner. Und so kam das, dass ich auch irgendwann mal bei meinem Konzert aufleben lassen. Ja, momentan ist es still um Mareike geworden. Naja, aber Mareike wird sicherlich nochmal aufleben. Vielleicht lerne ich sie ja auch nochmal kennen demnächst. Aber ich gucke mal eben, was unsere Zuschauer hier so schreiben. Sie wollen wissen, was ich für Klotschen trage. Also die Dinger hier, was das sind. Das sind, ich nenne sie immer Klapperlatschen. Achso, da seid ihr. Ich nenne sie immer Klapperlatschen. Das sind aber Berkemann. Die sind vom Berkemann Modell B100. Hast du sowas früher auch getragen? Klepper oder so? Das war ja irgendwie in den 70ern oder 80ern total hip, ne? Hast du auch Klocks gehabt oder sowas? Auch gehabt, ja. Nur, ich habe mittlerweile Schuhgröße 49
49. Ja, das ist doch trotzdem auch ein Neidiger, ne? Eieieiei. Ja, klar. Also, wie gesagt, beim Kölner Karneval war ich vor 10 Jahren das erste Mal und ich fand das total geil mit dem Verkleiden. Ich fand das super. Und ich war damals mit meiner Kindergartenfreundin da, die ich aus dem Kindergarten noch kenne. Und waren 2 Tage da und hatten auch 2 Kostüme mit dabei. Also schön den ersten Tag schön als Pirat und zweiten Tag war ich ein Cowboy. Ein Cowgirl. Entschuldige bitte. Ja gut, und als wir dann morgens, glaube ich, ins Hotel zurückkamen, irgendwann hatte ich von meinen Utensilien, von meinen Handschellen und von meinem Hut und sowas nichts mehr dran. War alles weg. Alles weg. Verloren. Ja. Du, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber es gibt ja tatsächlich ein Gerichtsurteil, was besagt, dass Fremdgehen während des Kölner Karneval kein Scheidungsgrund ist. Das stimmt, ja. Weißt du, kennst du dieses... Also Leute, das ist kein Scheiß, das ist wirklich wahr. Ein Jurist hat es mir erzählt. Ich konnte es kaum glauben, aber das ist tatsächlich wirklich so. Ja, ich denke, dass der eine oder andere das wahrscheinlich auch schon ausgenutzt hat. Der eine oder andere, ja. Mit Sicherheit. Die Räuber, die Kollegen von mir, haben mir nicht geschrieben, gucken darfst du immer, aber anfassen. Heißt auf Deutsch, gucke darfst du immer, aber anpacken. Ah, okay. Nachdem sollte man es auch handeln, ne, im Prinzip. Also gegessen wird zu Hause. Genau. Aber wo wir gerade beim Thema Bühne sind, auf welchen Bühnen sieht man dich denn eigentlich so live? So für unsere Zuschauer, die dich vielleicht noch nicht so kennen. Wo kann man Cisco Stuart live in Action erleben? Also gut, eigentlich überall. Ich spiele weltweit. Wir haben in Shanghai gespielt und auf der Expo. Ihr wart in Shanghai? Ja, mit der alten Band haben wir auf der Expo 2010 gespielt. Wow. 2012, glaube ich, war ja. 2012 waren wir auf den Seychellen. Karneval der Victoria. Ich glaub's nicht, ey. Der Mann, der hat hier alle meine Traumziele schon bereist, wo ich gerne hin möchte. Es ist schön, es ist warm, es ist toll, es ist warmes Wasser. Oh Mann. Aber wir haben da gespielt. Das waren 2 tolle Erlebnisse. Wobei ich sagen muss, Shanghai muss ich nicht nochmal haben. Du siehst da wirklich wahnsinnig viel Armut und das ist nicht schön. Alles so, Shanghai wird nachts aufgemacht, zumindest Expo, alles war barrikadiert, war verbessert, dass der Tourist gar nicht reingucken kann in dieses Armutsviertel. Und bis 24 Uhr leuchten da wie auch in Las Vegas die Neonre leuchten. Und dann aber wenn es wieder ausgemacht. Also das ist schon sehr viel Armut. Aber Cisco, ich meine jetzt, wenn die Leute, die Zuschauer jetzt, die sind ja nun nicht in Shanghai oder auf den Seychellen. Ich meine jetzt, wenn die dich hier in Deutschland irgendwo live auf der Bühne in Action erleben wollen, wo sieht man dich dann? Ja, wie sieht mich denn auf den Seychellen? Verstehe ich nicht. Nein, klar. überall. Das ist schon ein Spiel deutschlandweit. Wir sind jetzt mit der Erdbeerpause, da sind wir unterwegs. Das ist ein Wirtschaftswunder Revue, ein Musical. Ah, okay, ein Musical. Ja. Genau, auf der Homepage gucken, da sind die ganzen Termine drauf. Im Prinzip spiele ich überall, nicht nur im Karneval. Ja, ich bin auch kein Typ, der sich festlegen wollte. Ich habe einen Kollegen, den du auch kennst, der hat mich mal gefragt am Telefon, aber ich habe einfach geguckt, ich kann mir gar nicht packen. Ich sage, wie meinst du das? Ja, musikalisch ist das richtig, ich lasse mich nicht packen. Er ist mein großes Vorbild, genauso wie die Beatles. Da spiele ich viel Country, viel Oldies, also ich mache auch Mundart. Das ist das, meine Fanbase einfach mag. Die Aussage von ihnen, dass ich einfach jetzt My Way singe und direkt im Anschluss Viva Colonia. Ja, das ist natürlich eine geile Kombi, ne? Ein Stilbruch, aber den lasse ich mir einfach auch nicht nehmen, ne? Und weil, das ist halt mein Erfolgsgeheimnis. Oh, hier schreibt gerade eine Zuschauerin, dass es richtig so ist, dass du dich tatsächlich überall rumtreibst. Man sollte einfach mal auf deine Homepage schauen. Wie ist die denn, Cisco? Verrat doch mal deine Homepage. www.ciscostuart.com. Und Cisco schreibt man wie?
E-I-S-C-O. Ja, und der Steward ist dann der Stehwart mit A-R-D zum Schluss. Ja, das ist nämlich wichtig zu wissen für die Zuschauer. Ne? Nicht, dass die jetzt vor der Suchmaschine sitzen und nicht wissen, der Name Cisco, woher kommt der eigentlich? Der kommt aus dem Indianischen. Meine Vorfahren kamen von Rügen. Wow. So ergab sich das Ganze. Was hältst du eigentlich von diesen Wohnzimmerkonzerten, die Künstler jetzt alle so machen während dieser Corona-Pandemie? Hast du sowas auch schon gemacht oder wäre das was für dich, aus dem Wohnzimmer zu streamen oder sowas? Ja, ich habe einmal Facebook Live gemacht im Online Garten. In der Tat, weil wir Künstler, das spreche ich wahrscheinlich auch aus seinem Munde, wir brauchen die Bühne. Richtig. Nicht um uns zu repräsentieren, sondern wir arbeiten gerne mit dem Publikum. Und ich bin in einer musikalischen Familie groß geworden und ich kenne nichts anderes außer Musik machen. Ja, ich habe auch einen normalen Beruf gelernt, aber ich bin hauptberuflich Musiker. Mhm. Und deshalb brauche ich die Bühne. Und wenn ich dann sehe, die Leute, die vegetieren in der Corona-Zeit vor sich hin, dann tut mir das weh. Ja, und das ist auch meine Aufgabe, denen ein bisschen Freude zu bekommen. Mhm. Und wir hatten in der Tat nach dem zweiten Konzert hatten wir eine Karte im Briefkasten. Darauf stand: Vielen Dank, Cisco, für dieses tolle Konzert. Oh, das ist toll. Ja. Ja. Und das tollste Kompliment hat mir ein leider verstorbener Freund aus der Schweiz gebracht, besaßen, um zu heulen, nach meinem Auftritt draußen auf dem Kanapé im Hotel. Er sagt: Bruno, schön, dass du da bist. Ja, was soll ich machen? Ich habe Krebs. Aber was soll ich mich versteckt haben? Ich weiß nicht, wie lange es weitergeht. Er war heiter. Ja. Das war ein Mensch, ein herzlicher Typ. Und du tust mir gut, du bringst mich zum Lachen. Da habe ich gesagt, dann habe ich meine Aufgabe, meinen Job genau richtig gemacht. Richtig, ja. Ja, das treibt mich zum Lachen. Sollte man machen, nur nicht zu viel. Ja. Jetzt sind die Leute auch satt. Ist auch nicht so schön. Es haben ja einige von deinen Kollegen, ich glaube die Jungs von Brinks sind es gewesen, die damit angefangen haben mit diesen Autokino-Konzerten. Ne? Das fand ich an für sich eigentlich eine ganz geile Idee, aber ich glaube, mir wäre das zu unpersönlich. Also es ist ja doch was anderes, wie wenn man wirklich live an der Bühne mit dabei ist und mitjubelt. Und ich mache es zum Beispiel immer ganz gerne, ich klatsche die Leute immer ganz gerne ab vorne so in den ersten Reihen. Machst du wahrscheinlich auch, ne? Man braucht einfach so diesen Kontakt auch, ne? Diesen persönlichen Kontakt zu den Leuten. Das ist. Das stimmt. Brinks haben wir angefangen, andere haben nachgezogen. Ich fand es gut, natürlich sehr befremdend, ne? Weil, wie gesagt, du hast keinen persönlichen Kontakt zu deinen Fans. Ja. Aber im Prinzip, die Leute wollen sie auch sehen. Elvis hat es damals gesagt: Du, ich brauche gar nicht auf die Bühne zu gehen. Die wollen mich einfach nur sehen. Ja. Ich stehe nur da und die schreien schon. Es ist übertrieben gesehen, ne? Bringt es natürlich nicht so extrem. Aber die Leute wollen die Fans wollen die Leute schon sehen. Die Band. Ja. Warum die Augen? Apropos Elvis, du hast ja so ein Elvis-Kostüm, ne? Habe ich gesehen. Und das sieht ja wirklich, also wirklich aus wie original. Und du singst ja auch tatsächlich so wie original. Also man muss dazu sagen, ihr Zuschauer, ihr wisst es gibt nun wirklich Elvis-Imitatoren wie Sand am Meer. Ja? Ja. Und auch wirklich extrem schlechte. Also ich finde, da bist du, ne? Also ich habe ein Video von dir gesehen und ich finde, du machst das wirklich erstklassig, finde ich jetzt. Und ich hab mal gesehen, in Las Vegas kann man tatsächlich in einem Elvis-Kostüm heiraten. Hast du das auch gemacht? Nee. Nein, aber das gibt es. Die Leute, die... Ne? Ja, das ist schon irre, ne? Was die Amis alles machen. Ne? Die Amis, die sind echt bekloppt. Ich habe es gesehen, wirklich. Die ziehen sich ein Elvis-Kostüm an und fliegen dann nach Las Vegas und stehen dann da vor dem Traualtar und heiraten quasi als Elvis Presley. Das ist unglaublich. Ja.
Also ich bin seit meinem 10. Lebensjahr, bin ich Elvis Fan. Ich bin mit meinem Vater früher Rock'n'Roll Musik gemacht. Unter anderem, damals war es ja auch so, dass man noch Tanztees hatte, Lohntütenball, geht heute keiner mehr. Weiters gab es hier Lohntüte, da gab es auch eine in der Tüte. Ja. Ich kenne nur Landtütenfete. Hab ich unterbrochen gerade, Entschuldigung. Nee, alles gut. Erzähl weiter. Also. Lohntütenfete. In der Lohntüte in Kneipe gegangen oder ins Tanzlokal und dann wurde getanzt. Ne? Mein Vater hat dann halt weniger getanzt. Auch meine Mutter, die wusste damals nicht, dass er Musiker war. Hat er mir Musik gemacht. Ja. Dann wollte sie schon laufen gehen. Ist er hinter ihr her, hat er erstmal gestanden, dass er Musiker ist. Und diese gerne tanzt. wo ich sagen muss, auf jeden Fall, Elvis ist der bestverdienste Tote. Das glaube ich sofort. Ja, also nach dem Weißen Haus ist Graceland, dieses Anwesen, wo er gelebt hat, oder man munkelt ja noch, dass er immer noch lebt, keine Ahnung. ja, Michael Jackson lebt ja auch noch, ne? Also von daher. Ja, wahrscheinlich. Und ist dann nach dem Weißen Haus das meistbesuchteste Gebäude in den USA. Kannst du dann auch Rock'n'Roll tanzen? Ja, ich konnte das. Mit meiner damaligen Partnerin haben wir in der Tat viel Rock'n'Roll getanzt. Am Samstag, da hatten wir so einen Dorfplatz. Das war ein riesengroßer Laden im Prinzip. Da war alles Kneipe. Und den haben wir aufgemacht, diesen riesen Dorfplatz, mit künstlichen Kastanien. Mhm. Da war so ein Schick. Da war eine Bühne, da stand eine Band. Für die Älteren von euch dann die Kapelle. Er sagt für die Älteren von uns. Und haben dann zu getanzt, das war richtig cool. Das hat wirklich Spaß gemacht. Aber heute kannst du noch so diese Standardtänze kannst du wohl noch, oder? Ja, ich könnte es bedienen. Ich muss mal aufpassen, was ich sage. Meine Frau hört ja wahrscheinlich im Hintergrund nicht. Ich sehr wenig. Also ich kann so gut wie überhaupt gar nicht tanzen und ich erinnere mich immer an eine Weihnachtsfeier, die wir hatten bei uns in der Justiz. Ich bin ja Justizbeamtin, ne? Hauptberuflich, allerdings noch in Teilzeit. Und es gab da einen Arbeitskollegen, der war ähnlich so wie du, Cisco, fast 2 Meter groß. Und der hat mich damals zum Tanzen aufgefordert auf der Weihnachtsfeier. Und ich habe ihm gesagt, ich kann nicht tanzen. Doch, das kriegen wir schon hin. Und dann habe ich, glaube ich, die nächste Viertelstunde, meine Füße haben nicht mehr den Boden berührt. Also der hat mit mir getanzt, ohne dass ich Bodenkontakt hatte. Das war schon echt. Ja, ich bin gelohnt, ne? Ja, und da sagt er zu mir, ja, ich weiß gar nicht, was du hast, du kannst doch tanzen. Ja, genau. Also, naja. Die kleinen Sabrina fliegen gelernt. So ungefähr, ne? Vielleicht daher auch mein Song, manchmal glaube ich, dass ich fliegen kann, wer weiß. Richtig, ja, aber man weiß nicht. So, wir kommen jetzt mal, wir haben bald, so langsam gehen wir auf Weihnachten zu, Cisco. Und ich habe hier übrigens gerade im Chat gesehen, dass hier einige Leute geschrieben haben, dass sie dich vorher noch gar nicht kannten, dass sich aber jetzt ändern wird. Also es finden dich sehr viele Leute anscheinend sehr interessant. Guck mal, und Holger schreibt, klotschen Rock'n'Roll. Klotsch Rock'n'Roll. Ja, gut. Auch nicht schlecht. Das schreibt nach einem Da Capo, dass man zusammen tun musikalisch einfach mal Schlager meets Rock'n'Roll oder Rock'n'Roll meets Schlager. Ja, warum nicht? Aber dann muss ich noch ein bisschen Rock'n'Roll tanzen lernen, glaube ich, sonst wird er nichts. Aber. Ja, dann singen wir gemeinsam. Aber wie gesagt, wo wir das Thema Weihnachten haben, ich habe, meine ich, gelesen, dass du einen Weihnachtstitel, glaube ich, in den schon veröffentlicht hast oder in den Startlöchern hast. Ist das richtig? Nein, ich mache was für Edwin. Was für Edwin dran. Peace in the Valley habe ich veröffentlicht, das stimmt. Ja, den kann man auch zu Weihnachten hören. Die Gospel EP wird so gebaut, wie im Stil von Elvis. Mhm. Elvis hat ja die Jordanaires gehabt und die Stamps Quartet. Als Chöre. Und es wird ganz minimalistisch sein. Also nur Piano. Da sind auch Titel, wo ein bisschen Schlagzeug bei ist. Aber ansonsten gibt es ja nur Chorstimmen, die alle ich singen werde. Ich gesagt habe, ich möchte gerne das so machen, wie halt damals die Jordanaires gesungen haben.
Sehr cool. Sehr gefühlvolles Team. Und ob sie bis Weihnachten 40 wird, keine Ahnung. Ich bin jetzt am 4. Titel dran. Am Dienstag wird für einen Titel die Trompete eingespielt hier im Studio. Ja, mal gucken. Lasst euch überraschen. Aber Weihnachtstitel habe ich in der Tat. Ich habe einmal auf Kölsch gemacht. Mhm. Der heißt Weihnachten. Und logischerweise ist ja einfach, ne? Einfach Weihnachten. Beschreibt einfach diese typisch deutsche Weihnachten, wie sie so in den 70er, 80er war. Der Vater geht mit dem Sohn durch die Stadt, beide schon älter, gehen Weihnachtsbaum kaufen, gehen in die Kneipe rein, kommen schicker wieder raus und haben einen total verknickten und verkommenen Weihnachtsbaum. So wie es früher mal war. Das habe ich so im Country-Stil damals gemacht und ich habe einen in Englisch gemacht, Lonely Christmas, beziehungsweise Jiddisch Orten am Ring. Das sind so meine Weihnachtslieder, die ich gemacht habe. Sehr schön. Heilig. Ja. Wo, mach mal ein bisschen Werbung für dich. Wo können denn die Leute was über dich erfahren? Social Media, bist du auf YouTube aktiv? Wo können die Leute denn deine Videos oder Songs hören? Weil du hast ja wirklich echt richtig tolle Videos im Web, habe ich gesehen. Ja, Videos auf YouTube, ja. Ich bin an einem YouTube-Channel dran. Aber ich bin halt nicht der, worüber schon gesprochen, ne? Dieser PC-Typ oder Macintosh-Typ, der sich damit YouTube befasst, da muss ich abgeben an einen Kollegen, der mir den Channel wirklich einrichtet. Und da sind in der Tat auf YouTube schon einige Videos drauf, von dem einen oder anderen Konzert. Aber ansonsten, ja, auf Facebook, aber haben wir die CS-Fanclub-Seite, gibt es da. Mhm. Club betreut, da melde ich mich manchmal auch selber zu Wort. Und dann habe ich die Künstlerseite oder eine Privatseite habe ich auch. Also Künstlerseite auf Facebook, die heißt dann auch Cisco Stuart, ne? Oder? Ja. Ja. Okay. Also damit ihr dann. Damit ihr dann nachher gucken. Ich schon löschen wollte. Was? Aber, ja, die Privatseite wollte ich schon löschen, ne? Aber dann als ich Klassenkamerad gesagt, nee, lass doch mal, wir wollen Kontakt zu dir behalten. Darüber habe ich auch schon nachgedacht, das private Profil zu löschen. Aber wie du schon sagst, das ist schwierig, wenn man nur eine Seite hat, dann wirklich privat damit zu handeln. Ne? Das funktioniert nämlich nicht so richtig. Und Facebook hat jetzt ja sowieso wieder neue Sachen eingestellt. Man kriegt ja demnächst ein neues Facebook-Design, was totaler Mist ist. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt. Hast du schon gesehen, dieses neue Design? Ja, völlig, völlig unglücklich, wirklich. Ja. Alles lassen, wie nicht. Ja, genau. Sowieso diese ganzen Neuerungen mit, noch kurz, wir haben jetzt noch paar Minuten haben wir noch Zeit, zum Thema Streaming und CD-Verkauf. CD-Verkäufe laufen ja irgendwie gar nicht mehr so und der Trend geht ja mehr so zu Streaming. Deine Meinung dazu, wird es so sein, dass es die CDs irgendwann nicht mehr gibt oder glaubst du, dass es rückläufig irgendwann? Es ist rückläufiger, wird immer weniger. Bei Auftritten verkaufe ich CDs. Ne? Ja. Das ist okay, aber auch weniger als sonst. Ja. Aber deshalb machen wir auch mit der Apple-Branche ja gerade die neue CD. Aber Streaming, ja. Wenn wir von Spotify etc. etwas mehr Geld kriegen würden, ja, könnten wir auch wieder besser damit arbeiten und leben. Ja. Wir wollen keine Millionen verdienen. Wir wollen einfach nur leben können. Und jeder, der streamt, den sieht ja nicht böse, der weiß es ja gar nicht. Aber man muss mal rechnen, pro Stream 0,0006 Cent ist nicht viel. Genau, das wissen die meisten nämlich gar nicht, auch nicht von den Zuschauern. Die meinen, dass wir durch Streamen unheimlich viel Geld verdienen, sogar noch mehr als durch die CD. Und dem ist natürlich nicht so. Ne? Also von daher. So ein Download geht ja noch. Ich hatte letztens wirklich aus Kanada 3 Downloads und dachte, meine Güte. Geil! Ja. Also, ich sag mal, ich bin noch ein Typ, ich kaufe lieber die Hardware, eine CD. Bombing macht, ist eine neue MP, die will ich mir kaufen. Ja, da habe ich halt in der Hand. Und wenn ich Sabine eine CD mache, dann kaufe ich mir die CD von ihr. Richtig. Oder ich lade sie mir runter. Genau so sehe ich das auch. Und in diesem Sinne, Cisco, unser Kaffeeklotsch ist rum. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Gute. Bleib gesund während dieser blöden Corona-Zeit. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald ganz gesund wieder. Und vielleicht machen wir wirklich mal so ein Klotschen Rock'n'Roll, wer weiß.
Bleib du auch schön gesund, oder bleib ihr gesund, macht nichts, was ich nicht auch täte. Genau. Genießt jeden Tag, es könnte immer der letzte sein, aber denkt positiv, schaut in die Sonne. Also ihr Lieben, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt bei unserem ersten Kaffeeklatsch. Ich bedanke mich bei dem wunderbaren Cisco Stewart. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns in 2 Wochen wieder. Und dann ist die Spaßgranate Josef Hassing mit dabei. Also, da werdest du auch einschalten, sagst du, ne? Jawohl, ne? Also, mach Idiot, mein Jung. Bis demnächst. Macht's gut. Und tschüss, ihr Lieben. Bis in 2 Wochen. Tschüss, bleibt gesund. Ciao.